ihr Lieben, heute gibt es einen Mini-DM-Haul, ganz schnell. Ich war eigentlich beim DM, um mir Abschminkmittel für die Augen zu kaufen, und zwar dieses hier. Ich habe eigentlich immer das von Maybelline für wasserfestes Augen-Make-up, also dieses Zwei-Phasen-Dingens. Und ich hatte jetzt davor eins von Danielle Chauvence und es hat einfach irgendwie nicht gescheit funktioniert. Also ich dachte eigentlich, dass es an meiner Wimperntusche lag, dass es so gekrümelt hat dann. Aber vielleicht lag es auch ein bisschen an dem Abschminkzeug. Also jetzt habe ich wieder das dann. Das ist richtig, richtig gut. Und auch nicht teuer. Kostet, glaube ich, um die 2 oder 3 Euro. Dann habe ich mir von Catrice aus der Limited Edition, und zwar ist das die Candy Shock Limited Edition, habe ich mir einen Blush geholt. In der Farbe Sugar Shock. Mach's euch mal auf. Das ist so einer. Mit so ganz vielen Farben drin. Und ich habe ihn mir eigentlich nur geholt, weil ich ihn so süß fand. Und der ist eigentlich ganz hübsch. Also wenn man... ich versuche mal, euch das zu zeigen. Es kommt so ein Rosa dabei raus. So ein Babyrosa. Und es schimmert so ein bisschen. Also ist echt ganz hübsch. Dann habe ich mir einen Lippenstift gekauft und... Also ich bin mir jetzt schon fast sicher, dass ich ihn nicht tragen werde, weil ich eigentlich so knallige Farben nicht so gerne mag. Aber ich wollte ihn ausprobieren. Das ist aus der Ultimate Color Collection von Catrice, dieser Matte. Da gibt es ja jetzt zwei Matte, so einen korallfarbenen und dann eben diesen hier. Und der nennt sich Matte About Pink. Und der sieht so aus. Und das ist sehr knallig. Man kann natürlich auch das nur ganz zart auftragen. Hoffentlich, das werde ich mal versuchen. Die Farbe finde ich an sich total schön, aber ich glaube, ich traue es mich einfach nicht, so ganz krasse Farben zu tragen. Muss ich mal gucken. Und der ist halt matt. Ich weiß nicht, inwiefern der dann die Lippen austrocknet. Das muss ich auch mal gucken, weil das ist ja bei den Matten oft so, dass die Lippen dann ziemlich austrocknen. Aber werde ich ausprobieren. Dann habe ich mir von Catrice, von den Made to Stay, diese Creme-Lidschatten, habe ich schon mal in meinem Tops und Flops Video gezeigt, habe ich mir eine neue Farbe gekauft, und zwar die Nummer 60, Jennifer's Gold Rush. Ich habe ja so einen Goldton schon, diesen Lord of the Blinks habe ich, aber das ist mehr so ein grünliches Gold. Und der, den ich habe, ist so ein, ja, der ist so ein beige Champagner Gold, so in die Richtung eher. Und der ist halt ein bisschen dunkler und ein bisschen kräftiger, so ganz hübsch. Und der war reduziert, deshalb habe ich ihn mitgenommen eigentlich. Und dann habe ich mir von P2 einen Nagellack geholt. Die haben nämlich diese, also ich weiß gar nicht, wie neu diese Kollektion jetzt ist oder diese Linie. Das ist diese Sand Style Linie. Da gibt es gar nicht so viele Farben, aber ich fand die Farbe so schön. Und das Finish ist halt dann nicht so dieses Glatte, wie man es kennt von einem Nagellack, sondern halt so, ja, irgendwie so, als wäre Glitzerpuder drauf oder so eben so rau ein bisschen. Und ja, ich fand die Farbe total schön. Das ist so ein Pink. So ein sehr bäriges Pink mit goldenem Glitzer und die Farbe ist Nummer 20 Lovesum. Und den finde ich total schön, den werde ich sofort ausprobieren. Und ich glaube, der ist auch so für den Urlaub oder so für die Zehen, finde ich das auch super, weil ihr kennt das ja vielleicht, wenn man im Urlaub ist und dann mit dem Salzwasser und dem Sand, dann geht der Nagellack an den Zehen kaputt. Wenn das so ein schöner glänzender ist, dann sieht es irgendwann einfach nicht schön aus. Und wenn man so einen drauf hat, denke ich, man müsste das länger halten. Also, ja, das werde ich ausprobieren und vielleicht hole ich mir dann noch eine andere Farbe, da gab es nämlich noch ganz schöne Farben. Naja. Das war's schon mit meinen Sachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Heute ist es richtig frühlingshaft. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!